Ja, es ist mal wieder Zeit für ein Neuzugänge-Video. Meistens gibt es bei mir Neuzugänge tatsächlich im Mai oder zu Weihnachten, weil Geburtstag, Weihnachten, Geschenke. Und auch dieses Mal war es wieder soweit. Ich habe zu meinem Geburtstag ein paar Bücher bekommen. Ich habe noch ein paar Bücher neu, die ich aus einem Wanderpaket erhalten habe. Und ich habe mir tatsächlich auch ein paar Bücher noch gekauft, die ich unbedingt haben wollte, aber natürlich immer noch nicht gelesen habe. Deswegen würde ich mal sagen, viel Spaß bei diesem Neuzugänge-Video und wenn ihr eins von diesen Büchern schon gelesen habt, dann lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen, wie euch die Bücher so gefallen haben, weil manchmal hilft mir das doch ganz gut weiter, wenn ich mich nicht entscheiden kann, welches zuerst. Ja, fangen wir mit den Geburtstagsgeschenken von meinem Freund an und ich habe als erstes Beautiful Oblivion von Jamie Maguire bekommen. Wer meine anderen Videos schon mal gesehen hat in letzter Zeit, der weiß, dass ich die ersten beiden Teile gelesen habe. Also dieses Beautiful Disaster und Walking Disaster, was ja nochmal aus seiner Sicht geschrieben wurde. Und ja, hier geht es mit den Brüdern von dem ersten Band irgendwie, glaube ich, weiter. Und ich war mir ja so unsicher, aber einige haben gesagt, dass die Reihe richtig gut war und dass ich da mal dranbleiben soll. Und deswegen habe ich mir den Band halt auch gewünscht. Und es ist halt so eine New Adult-Geschichte. Und wie gesagt, die Maddox-Brüder-Reihe, ich gehe sie an. Und ihr werdet gleich noch einen weiteren Band sehen, das sage ich euch jetzt schon mal. Ja, dann habe ich jetzt auch nochmal den Start einer Reihe bekommen, wo ich Band 2 tatsächlich schon hier habe. Und zwar Rock My Heart von Jamie Shaw. Rock My Body habe ich schon hier, da gab es aber Thalia wieder irgendwie so eine, ja, Grabbeltisch-Aktion, wenn man drei Mängelexemplare kauft, muss man nur zwei zahlen. Und irgendwie war ich so schnell und habe einfach Rock My Body eingepackt, ohne zu checken, dass das der zweite Band ist. Also es ist schon mal ganz gut, dass ich jetzt Rock My Heart habe, den ersten, dass ich damit anfangen kann. Hier geht es ja wohl um diese Band The Last Ones to Know. Das ist ja, glaube ich, in jedem Band geht es um einen anderen oder so, wenn ich das richtig verstanden habe. Und hier geht es halt um Roan und die, die auf das Konzert eben von dieser Band gehen. Und ja, eine von denen trifft halt wohl ihrem Freund dort, der aber gerade eine andere knuscht. Und dann wird das wahrscheinlich irgendwie eine Liebesgeschichte mit irgendeinem Bandmitglied sein. Ich lasse mich auf jeden Fall überraschen. Ich habe hier auch schon viel Gutes, aber auch Schlechtes gehört. Dass einige Teile natürlich wieder besser sind als andere. Aber auf jeden Fall bin ich super gespannt, die Reihe endlich zu lesen. Da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Ja, ich habe ja vor kurzem Elanus von Ursula Posnanski gelesen und ich fand das Buch so toll, dass ich gesagt habe, komm, du müsstest dir eigentlich noch mal ein paar andere Posnanski-Bücher anschaffen und die lesen. Und ein Buch von meiner Wunschliste ist Erebos und das habe ich jetzt auch bekommen. Das, ja, ist anscheinend irgendwie ein Spiel. Ich habe noch nicht wirklich, also ich weiß, dass viele Leute die ganzen Jugendthriller von Ursula Posnanski mögen, aber hiervon habe ich jetzt nicht inhaltlich so viel aufgeschnappt, aber Erebos ist wohl ein Spiel, was dich beobachtet, es spricht mit dir, es belohnt dich, es prüft dich, es droht dir und es hat nur ein Ziel, es will dich töten. Also, ja, bin ich mal gespannt, was hier noch so passiert. Das hört sich ja auf jeden Fall schon mal sehr, sehr spannend an. Und wenn ihr noch irgendwelche Vorschläge habt, welches Buch von Ursula Posnanski ich auf jeden Fall auch noch unbedingt lesen soll, schreibt mir das gerne in die Kommentare, weil hier bin ich wirklich so ein bisschen überfordert, welches ich als nächstes lesen soll. Denn ich möchte irgendwie alle lesen. Ja, das ist das Problem. Ja, und statt eine Reihe zu starten, beende ich auch mal eine. Ich habe nämlich noch von Kylie Scott Naughty Sexy Love bekommen. Ich habe ja, wie gesagt, Band 1 und 2 schon gelesen und ich fand den ersten ganz okay, den zweiten auch nur noch so okay. Habe das ja mal als Mängelexemplar gekauft, weil das eben keine Reihe ist, wo ich jetzt wirklich denke, da möchte ich 12 Euro für ausgeben, für jedes Buch. Auf jeden Fall geht es hier auch um die Dive Bar. Jeder Teil spielt, ja, handelt von einem anderen, von einer anderen Person, die halt irgendwas mit dieser Dive Bar zu tun hat. Und hier geht es jetzt wohl um Eric und er ist halt ein Bad Boy, wie er im Buche steht. Der hat eigentlich nie zweimal die gleiche im Bett. Doch irgendwie gibt es wohl einen sehr schweren Schicksalsschlag in seinem Leben und er beschließt plötzlich alles zu ändern. Und dann trifft er halt auch wohl auf eine Frau, die nebenan anzieht, die, ja, ihn ganz schön aus der Reihe bringt. Aber wie gesagt, bis jetzt war ich halt nicht wirklich angetan. Ich wollte es aber ganz gerne beenden, weil die halt für zwischendurch dann doch recht süß sind. Und wie gesagt, so dick sind sie ja auch nicht. Und da es ja jetzt ein Geschenk ist, habe ich die Reihe auf jeden Fall vollständig und kann auch wieder eine beenden. Ja, von meinen Eltern habe ich auch ein Buch bekommen. Und zwar Stepbrother Dearest von Penelope Ward. Das fand ich relativ cool, dass ich das bekommen habe, weil ich ja, glaube ich, am Anfang des Jahres, oder am Ende des letzten Jahres,
mache ich ja immer so meine Wunschliste. Welche Bücher wünsche ich mir auf jeden Fall im neuen Jahr? Und Step Brother Dearest war auf jeden Fall auf dieser Liste, das weiß ich noch, weil ich vor allem Neighbor Dearest so interessant fand. Das habe ich eigentlich als erstes auf Instagram ganz viel gesehen und dann halt gemerkt, dass Step Brother Dearest wohl der erste Teil aus dieser Reihe ist. Und hier geht es halt um Greta, die ja wohl auf ihren Stiefbruder Alec trifft. Den hat sie noch nie vorher gesehen. Und das ist halt auch wie so ein riesen Macho natürlich und trotzdem findet sie ihn irgendwie plötzlich ganz anziehend, was ganz komisch ist. Ja, dann zieht er wohl aber irgendwie weg und Jahre später begegnen die sich wieder und irgendwie, ja, findet sie ihn immer noch sehr, sehr anziehend. Also eigentlich jetzt wieder so, wo man sich schon denkt, was da so passiert. Und Stiefgeschwisterliebe, ja, das ist bei mir auch immer so ein bisschen schwierig, weil mir das manchmal sehr oft auf den Keks geht, was für eine Problematik die daraus machen. Das fand ich in Dark Love auch schon ziemlich anstrengend. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie Penelope Ward das löst und was hier so passiert. Aber auf jeden Fall Stepbrother Dearest, das sind alles so Wörter heute, ja, freue ich mich auch sehr drauf. Und falls es irgendwem aufgefallen ist, das war etwas, was mich sehr fasziniert hat, dass ich alle Geschenke, alle Bücher, die ich geschenkt bekommen habe, dass die alle aus verschiedenen Verlagen tatsächlich sind. Weil das ist auch vom Goldmann Verlag, dann haben wir den Lux Verlag, den Löwe Verlag, Du warst Blanc Valet und Piper. Tatsächlich 5 Bücher und alle von 5 verschiedenen Verlagen. Ja, über solche kleinen Dinge mache ich mir manchmal Gedanken. Dann habe ich ein Buch über Instagram ja, einer anderen abgekauft. Und zwar I Knew You Were Trouble. Ja, ich gebe es zu, das einfach nur, weil es mega hübsch aussah. Das ist wohl auch einfach wieder reiches Mädchen trifft auf Bad Boy. Man kennt es. Aber ich liebe sowas im Sommer gerade, wenn man mal wirklich nur sowas kurzes, süßes lesen will. Ich finde das für zwischendurch eigentlich immer ganz nett. Und deswegen habe ich noch nie gesehen, auch noch, also wirklich noch nie irgendwo gesehen. Deswegen, ja, kann man ja mal machen. Dann gab es aber auch 2 Bücher, die ich mir unbedingt selber kaufen musste. Und das erste ist einfach Writers in New York von der lieben Gabi. Als ich gehört habe, dass Gabi endlich ein Buch veröffentlichen kann, habe ich mich natürlich mega, mega gefreut, weil Gabi so ein toller Mensch ist und wir schon so viele Aktionen auch zusammen gemacht haben, Wichtelpakete, Tags und so weiter. Da musste ich mir einfach ihr Buch holen. Und hier geht es ja um India und um Alec. Alec ist wohl ein Schreiberling, der jeden Tag auch eine neue Frau immer bei sich einlädt und ja, irgendwie finden die beiden sich dann doch irgendwie zusammen. Aber ich bin schon wirklich sehr, sehr gespannt, weil ich ja schon so eine Kostprobe manchmal von Gabis Schreibstil habe und ich glaube, dass der einen hier ziemlich umhauen wird und ich habe auch wirklich relativ viel, viel, viel Positives von diesem Buch gehört. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass ich das auch bald endlich lesen kann. Ich habe da immer noch so ein bisschen Angst, weil generell, sobald ich Leute kenne, habe ich immer ein bisschen Angst, die Bücher zu lesen, weil ich riesengroße Angst habe, dass es mir dann vielleicht nicht gefallen könnte und ich dann was Schlechtes sagen muss. Aber ich bin hier guter Dinge. Bei Tanja Vosen hat es ja Gott sei Dank auch geklappt, da mochte ich das Buch auch sehr gerne. Deswegen gehe ich mal ganz neutral und ja, hoffentlich auch sehr bald an Writers in New York ran. Und dann bin ich einfach mal dem Hype auf Instagram gefolgt. Ich habe mir nämlich Catching Beauty von J.S. Wanda gekauft. Weil ich folge der Autorin auf Instagram und ich sehe auch bei vielen anderen Instagrammern, denen ich folge, sehr oft dieser Reihe. Und das ist ja halt ein Dark Romance Roman und da habe ich gar nicht so viel von. Und besonders nach Silent bin ich schon sehr ja, heiß mal nach neuem Lesestoff. Deswegen Catching Beauty. Ich habe auch keine Ahnung, worum es geht, aber wie gesagt, es ist wohl wieder irgendwie was sehr Dunkles. Also lassen wir uns einfach mal drauf ein und hoffentlich seht ihr dann auch sehr, sehr schnell eine Buchbesprechung von mir. Ich möchte eigentlich so viele Bücher lesen, das ist schon wieder so utopisch. Da kommen wir jetzt zu einem Buch, was eigentlich nur so eine Notlösung war, denn meine Arbeitskollegin, ja, die ist schwanger gewesen, mittlerweile ist das Kind da, aber natürlich hat man dann ein Geschenk auf der Arbeit für sie gesammelt und sie liest halt auch sehr gerne und ich habe ihr die Ohren voll geheult, also wirklich voll gelabert über Elfenkrone. Weil ich das Buch ja dann zu der Zeit gelesen habe und ich liebe Elfenkrone, 5-Sterne-Buch, falls man das noch nicht mitbekommen hat. Und sie war da auch sehr interessiert, weil sie sehr viel Fantasy liest und ich, ja, war mir halt nicht sicher, packe ich jetzt das Buch in das Geschenk mit rein oder hat sie sich das eventuell sogar schon selber gekauft. Deswegen habe ich mir gedacht, kaufe ich mir einfach mal Elfenkrone und als Ersatz diese Kurzgeschichten Die Gabel, die Hexe und der Wurm, Geschichten aus Alagesia, Band 1, Eragon, weil sie auch Eragon-Fan ist und gar nicht wusste, dass so ein Buch erschien. Und dann dachte ich mir, okay, falls sie Elfenkrone schon hat, kann ich ihr das geben. Und falls sie Elfen
falls die Elfenkrone noch nicht hat, habe ich wenigstens ein Buch, was ich lesen kann. So, das war die Logik dahinter. Abgesehen davon, dass ich Eragon bis jetzt nur Band 1 und 2 gelesen habe und Band 3 und 4 endlich mal wirklich in Angriff nehmen müsste, ja, habe ich auf jeden Fall noch weitere Geschichten aus der Welt von Eragon. Ich mag Eragon wirklich sehr gerne. Deswegen ist es eigentlich nicht verkehrt, das mal im Schrank zu haben. So, kommen wir jetzt nochmal zu meinem Wanderpaket. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, ich verlinke euch das mal da oben. Ich habe ja mit ein paar lieben Booktuberinnen auch ein Wanderpaket gemacht. Und das Ganze ist bei mir gestartet und ist bei mir dann auch am Ende wieder angekommen, weswegen ihr einen Haufen Bücher gesehen habt, wo ich bei vielen gesagt habe, die gucke ich mir nochmal genauer an, da muss ich mich erstmal informieren, das packe ich noch nicht sofort weg. Ja, ich habe mich informiert und es sind 4 Bücher, die ich jetzt bei mir behalten habe, weil ich beim anderen einfach gemerkt habe, entweder das ist halt der 3., 4., 5. Band einer Reihe gewesen, wo ich mir nicht sicher bin, ob ich überhaupt lesen möchte, oder es hat mich dann doch nicht ganz so interessiert. Also ein Buch auf jeden Fall ist Isegrim. Und hier habe ich auch noch nicht ganz verstanden, worum es geht, aber irgendwas mit Wald und wahrscheinlich mit Wölfen und irgendwas Mysteriöses. Da wollte ich mich einfach mal drauf einlassen, weil ich davon noch nicht wirklich was gehört habe. Dann habe ich mich entschieden, Living the Dream von Amelie Moorman zu behalten. Das ist ja auch so eine Geschichte, letztes Schuljahr, dir fällt auf, du hast nur noch ein Jahr, um alles aus deinem Teenagerleben zu machen, weil sonst hast du irgendwann dafür keine Zeit mehr. Und das war halt, ja, süß und es war kurz und ich habe das auf meiner Wunschliste gehabt, deswegen habe ich das auch unbedingt behalten wollen. Und das andere ist einfach Angel City Love. Da habe ich echt wirklich lange überlegt, behalte ich das wirklich oder nicht. Aber ich habe es ja davon behalten. Das ist halt auch irgendwas wieder mit Engel und Schutzengel und ach, stimmt irgendwas mit großer Liebe. Sonst wäre es ja nicht im... Ja. Also es ist auf jeden Fall... Hier habe ich am meisten Angst, dass es mir nicht gefallen könnte, aber ich wollte dem wirklich eine Chance geben. Also wenn ihr schon Angel City Love von Scott Speer gelesen habt, dann lasst mich das auch gerne wissen. Macht mir bitte Mut, weil da habe ich wirklich noch am meisten Sorge. Und wie schon angekündigt, habe ich ja noch einen Teil von der Maddox-Brüder-Reihe, denn in dem Tauschpaket war auch Beautiful Burn von Jamie Maguire. Aber das ist halt irgendwie auch mittendrin irgendwie ein Teil erst und das fand ich halt irgendwie blöd. Also hier, genau. Ich habe Beautiful Disaster gelesen und Walking Disaster. Beautiful Wedding habe ich mal ausgelassen, weil das ist im Endeffekt nochmal ein ganz kleines Buch mit einer Hochzeit, die ich nicht lesen wollte. Das war die Beautiful-Reihe. Und dann kommt die Maddox-Brüder-Reihe, wo Beautiful Oblivion ja der erste ist und das hier ist der 4. Ja, Glück gehabt, dass ich die Reihe lesen wollte. So habe ich schon mal 2 von 4 Bänden da. Aber ja, das ist auf jeden Fall auch noch als letztes Buch dann bei mir eingezogen. Ja, und das war's auch. Ich finde, ich habe gar nicht mehr so häufig Neuzugänge, aber wenn, dann sind es direkt ein paar, wie jetzt zum Beispiel so Geburtstage, da kann man bei mir mit Büchern eigentlich nie was falsch machen. Ja, und deswegen würde ich einfach mal sagen, das war's von mir. Wie gesagt, wenn ihr eins der Bücher kennt, lasst es mich gerne wissen und lasst mir eure Meinung dazu da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach beim nächsten Mal wieder und hab bis dahin noch eine schöne Zeit. Ciao!